Wladimir Putin wurde mit knapp 90% wiedergewählt. Nun kann man leidenschaftlich darüber diskutieren, wie demokratisch diese Wahl wirklich abgelaufen ist. Ob sie ähnlich demokratisch abläuft wie in Deutschland, wo unliebsame Oppositionspolitiker von Amts wegen diffamiert und verleumdet werden, Oppositionsparteien verboten werden sollen, Kanzlerinnen über das Grundgesetz hinweg die Ministerpräsidentenwahlen rückgängig machen oder in Hauptstädten gefühlt 1000 Mal gewählt werden muss, bis ein einigermaßen unbestrittenes Ergebnis am Tisch liegt. Man kann in ebenso großer Leidenschaft darüber diskutieren, ob die russische Medienlandschaft genauso objektiv ist wie die deutsche, wo der öffentlich-rechtliche Staats- und Regierungsmedium jede Stunde das Objektivitätsgebot bricht und die Rolle von dreckigen parteipolitischen Agitatoren übernimmt. Also man kann leidenschaftlich darüber diskutieren, ob nun Russland oder Deutschland eine Bananenrepublik ist, ob in Deutschland auch ein wenig Russland steckt oder in Russland ein wenig Deutschland. Über all das kann man diskutieren. Was aber spannend ist, vor exakt 2 Jahren erklärten uns die politischen Irrlichter Deutschlands, Olaf Scholz und der Sprachgenie Annalena Baerbock, dass Wladimir Putin nicht fest im Sattel sitzt, die Sanktionen den Widerstand im eigenen Land unterstützen werden und eine Revolte ihn bald dahin fegen werde. Man müsse daher mit ihm gar nicht verhandeln, weil er ohne dies das Opfer des Widerstands der Oligarchen werde. Nun 2 Jahre, 13 Sanktionspakete, eine kaputte europäische Wirtschaft, Rekordschulden und 90% im Kreml. Später sieht man, wie Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Und man sieht, dass die Prophezeiungen aus der heutigen Kloschüssel wahrhaftiger als die Prognosen der verantwortlichen deutschen Politik sind. Also was machen wir jetzt? 6 weitere Jahre warten, bis Putin dann endlich vielleicht, möglicherweise, angenommen, nicht mehr kandidiert. 6 Jahre weitere Milliarden Euro in einen Krieg investieren, der militärisch nicht gewinnbar ist. 6 weitere Jahre zigtausende Tote für einen militärischen Konflikt, der einen Bodengewinn von 2 Quadratzentimeter bedeutet. In Österreich sagt man, man soll die Rechnung nie ohne den Wirt machen. Für die Deutschen übersetzt, man sollte sich vielleicht doch mit Putin an einen Tisch setzen und über Frieden verhandeln. Denn jeder Frieden ist gerechter als der gerechteste Krieg.